Da hat sich Peter Maffay quasi selbst in der Hand. Auf einer Miniaturbühne zeigt der Rocker, wie seine Tournee 2015 aussehen wird. Von Anfang an mittendrin, das ist typisch Maffay. Er verkörpert puren Rock und pure Lebensfreude. Ein Typ zum Anfassen. Und genauso wird seine Wenn das so ist Tour. Das Besondere an dem Bühnenmodell ist, dass man diesmal auch hinter uns sitzt. Ja, wir sagen, ja, ich formuliere das so. Und ich glaube nicht, dass ich übertreibe. Bei uns sitzt man hinten in der ersten Reihe. Ja, also hinten erlebt man eigentlich eine Situation, die man in Konzerten sehr selten erlebt. Dann gibt es einen Pit. Man sieht das hier an diesem Modell. In der Mitte, eingerahmt von diesen Stegen, wird auch Publikum stehen, ungefähr 400 Leute. Das heißt, wir spielen eigentlich mitten unter unserem Publikum. Auch für ihn gibt es noch eine Premiere, nämlich das dazugehörige Live-Album. Da bekommt selbst der Bühnenroutinier ein wenig Herzklopfen. Also wenn man da irgendwie daneben haut, dann war es das. Dann kann man diesen Song eigentlich, je nachdem wie grob der Fehler ist, in die Tonne treten. Und deswegen ist da eine erhöhte Form von Adrenalin da. Aus drei Teilen besteht jedes der 19 Konzerte. Zum Beginn gibt es einen 40-minütigen Rückblick. Hier covern Maffay und seine Musiker die Songs, die sie selbst zur Musik gebracht haben. Von Hendrix bis zu den Beatles. Dann folgt der Hauptteil, das Konzert des neuen Albums, Wenn das so ist, live. Wir haben, bevor wir ins Studio gegangen sind, um Wenn das so ist aufzunehmen, drei Songs, was ziemlich außergewöhnlich ist, auf der letzten Tour schon gespielt, um anzutesten, wie das funktioniert. Funktioniert. Und das war gnadenlos gut. Die gingen besser als unsere alten Kamellen. Doch um die alten Kamellen kommt Peter Maffay nicht drumherum. Im dritten Teil des Konzertes bestimmen die Fans das Geschehen. Aus bis zu 20 Liedern kann das Publikum drei Lieder auswählen, die zum Abschluss gespielt werden. Es wird Leute geben, die wollen Lieder hören, die dann das Rennen nicht machen. Ja? Und auf die Reaktion bin ich gespannt. Genauso auf diejenigen, die dann mit ihrem Voting ihr Lied durchsetzen können. Ja. Ich habe sowas noch nie gemacht und es wird ein Spiel mit dem Publikum. Es wird ein bisschen, ich denke, es wird sehr humorvoll werden. Vielleicht fliegt auch das Wort Scheiße mal durch den Raum. Keine Ahnung, wenn nicht Tiefer das Rennen macht, sondern Siebenbrücken oder so. Am 30. Januar spielt Peter Maffay im Olympiastadion. Er selbst lebt am Starnberger See. Mir bedeutet es natürlich sehr viel vor meiner Haustür, ein Konzert zu spielen. Nicht immer, wie soll ich sagen, stressfrei, weil ich sehe da meinen Friseur, meine Friseuse und den Bäcker und ich weiß nicht was. Das ist manchmal ein bisschen ein komisches Gefühl, muss man sich von befreien. Wenn das aber einer kann, dann sicherlich Peter Maffay. Ende Januar können sich seine Fans in München selbst davon überzeugen. München TV verlost allerdings schon jetzt eine handsignierte Live-CD zur anstehenden Tour. Alle Informationen gibt es unter www.münchen.tv.